Drückst du vielleicht gerade jetzt dein Leben auf Pause? Weißt du überhaupt, was ich damit meine? Wir haben so viele Möglichkeiten, uns ständig abzulenken von unseren eigenen Problemen, von Dingen, die gerade bei uns im Leben los sind. Wir können Party machen gehen, wir können saufen gehen, wir können über andere Menschen reden, aber bloß nicht über uns selber. Bist du vielleicht gerade wie in Ohnmacht in deinem Leben und drückst einfach mal auf Pause und machst einfach mal gar nichts mehr, ohne irgendwie eine Perspektive zu haben, wie es weitergehen soll? Es ist natürlich unangenehm, sich Fragen zu stellen, die man eigentlich gar nicht gestellt haben möchte. Ich kenne es selber, wenn ich habe so ein bisschen das Talent, dass ich vielleicht auch manchmal Leuten Fragen stelle, die sie gar nicht hören möchten. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe in meinem Berufskolleg, wo ich arbeite, und in der Hauptschule, wo ich arbeite, und auch in anderen Kursen gefragt, wofür interessiert ihr euch? Und das habe ich Kinder und Jugendliche gefragt. Und viele von denen konnten mir nicht sagen, wofür sie sich interessieren. Und klar, das ist möglicherweise ein Ding auch mit Social Media. Sie kriegen so viel vorgeschlagen und hin und her. Ist aber ein anderes Thema. Aber viele haben gesagt, warum stellst du so Fragen? Warum stellen sie so Fragen? Und das ist halt einfach eine unangenehme Frage, weil du dich mit dir selber auseinandersetzen musst. Und ich sehe oft Menschen, die sich immer beschweren und seit Jahren unglücklich sind, aber einfach nichts ändern. Und dann aber wiederum ständig Dinge tun, die sie überhaupt nicht weiterbringen. Sie gehen feiern, sie gehen dies machen und jenes machen. Und klar, du sollst auch Zeit für dich haben und Ruhe und Stille genießen. Ja? Aber du kannst das nicht ewig machen. Irgendwann musst du weitergehen und irgendwann kannst du dein Leben nicht mehr auf Pause drücken, weil die Zeit läuft dir irgendwann weg. Die Zeit hört niemals auf zu laufen. Egal, was du machst, egal, wo du auf der Welt bist, die Zeit läuft weiter. Die Zeit ist das Einzige, was wirklich fair ist auf der Welt, weil wir haben alle nur 24 Stunden zur Verfügung und können diese 24 Stunden nutzen oder eben nicht nutzen. Und wenn du gerade dein Leben auf Pause drückst, überleg mal, warum tust du es? Wenn du dein Leben auf Pause drückst, dann nimm dir Zeit für Stille, ohne Smartphone, ohne Party, ohne Alkohol, ohne Freunde, ohne deine Familie, sondern wirklich für dich, alleine. Und dann frage dich, warum bist du wie in Ohnmacht? Warum geht es dir so schlecht, dass du nicht mehr weitergehen kannst? Warum geht es dir so schlecht, dass du wie gelähmt bist? Du kannst einfach nicht mehr weitergehen. Und ich kenne das Gefühl selber, aber ich habe in mir so ein Mechanismus, dass es irgendwann passiert, dass ich genug habe. Ich sage einfach, boah, jetzt reicht's. Und ich kotze mich selber an in diesem Moment. Und dann höre ich auch auf damit und dann gehe ich weiter. Ich packe die Sachen an und tue sie einfach. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du daraus rauskommen kannst. Es gibt kein Wundermittel, es gibt keinen Wundertipp und es gibt kein Geheimnis dahinter, wie du da rauskommen kannst. Es gibt natürlich viele Hilfsmittel, aber letztendlich musst du es einfach tun. Und egal wie viel du dir aneignest, egal wie viel du liest oder wie viele Hörbücher du dir anhörst oder wie viele Videos du guckst, die dir versuchen, einen Tipp zu geben, wie du aus so Situationen, wo du einfach auf Pause drückst, rauskommen kannst, das wird alles nichts bringen, wenn du es nicht einfach in die Tat umsetzt. Deswegen mein Tipp, wenn du dein Leben auf Pause drückst, tu es bewusst und mit einem richtigen Grund. Und dann nimm dir die Zeit und überleg dir, warum geht es dir so, wie es dir geht. Und was musst du tun, damit es aufhört. Und dann denk nicht zu lange drüber nach, sondern wenn du einen Entschluss gefasst hast, setz ihn um, geh und leg los. Bis zum nächsten Mal.